So, wir sind in Piemont angekommen. Ich habe zwar einen Wein im Glase, aber wir von Starcare haben uns lange überlegt, ob wir nicht Kilo- oder Tonnenweise Trüffel mit nach Hause bringen sollen. Denn Piemont ist berühmt für Trüffel, für Moscherie und natürlich für die Haselnüsse. Aber aus Kostengründen haben wir uns für den Barbera entschieden. Denn Barbera ist neben dem Barolo und Barbaresco die berühmteste Rebe, die in den letzten Jahren letztendlich deutlich an Renommee hinzugewonnen hat. Und das möchte ich ganz kurz mal erklären an diesem Wein, was diesen Wein so besonders macht. In der Nase schon springt er aus dem Glas heraus. Kirschnoten, er ist fruchtig, er hat Vanille-Gewürznoten. Klar, er war im Eichenholzfass drin, er ist im Eichenholzfass verdichtet worden und somit hat er eine ganz tolle Komplexität in der Nase. Im Mund. Merken wir schon auch das Piemont. Grazil, fein, delikat, druckvoll und einen ganz großen, gewaltigen Nachgeschmack auf der Zunge. Das ist das, was eben bei einem Piemontese Rotwein Barolo Barbaresco vorherrschend ist, aber beim Barbera mit einer deutlich gesteigerten Fruchtigkeit zur Geltung kommt. Und das ist auch der Grund, warum das ein Barbera, so wie hier von Pierpaolo Monto, letztendlich hervorragend als Solistenwein im Herbst oder im Winter im Glase eine sehr gute Figur macht. Viel Spaß und Freude damit!